Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim in Hübsch. Und wir waren gerade dabei, uns eine neue Fertigkeit auszusuchen. Und ich würde gerne auf Schießkunst, Schleichen. Erfordert dreifachen Schaden, ja. 25% schwerer zu entdecken. Ah, falsche Taste. Ich meine, diese Tasten. Schleichen, leichte Rüstung. Leichte Rüstung. Passgenau. Ja, passgenau ist sehr, sehr gut. Gib mir 25% Rüstungsbonus. Das bringt auf jeden Fall was, denn soweit ich weiß, Objekte habe ich alle passend, ja. Und hab damit einen Rüstungswert von 105. Warte mal, der gibt mir plus 20, das sind 83. Ja, okay, dann habe ich 105, genau. Und mit dem habe ich sogar 128, sehr schön. Das bedeutet, hier habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Rüstung. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Boah, wie böse ist der denn? So. Wie viele Spione, Saboteure und Attentäter wollen unsere Feinde denn noch schicken? Ich behalte euch im Auge. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Gut, gut, gut. Alles ist okay. So, dann gehen wir mal wieder nach draußen und gucken dann, welche Mission wir mal annehmen können, um im Level etwas zu steigen, dass wir dann auch die restlichen Missionen hinbekommen. Denn das, was gerade los ist, finde ich nicht sehr nett. Es kann natürlich auch sein, dass ich falsch gelevelt habe, aber das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Außerdem wäre es viel cooler, wenn ich jetzt noch einen stärkeren Bogen hätte. Das wäre tatsächlich cooler. Ich gucke gleich mal, ob ich mir einen stärkeren Bogen hätte besorgen können. Oder mehr Schaden, sagen wir mal so. Wenn ich das wieder so lange dauern würde. Ich glaube, die hängen sogar, die beiden Platten hängen an einem Chip. Das ist jetzt natürlich nicht so klug. Muss ich gleich mal gucken und gegebenenfalls umstecken. Oder nicht jetzt, aber halt später. So, einmal gucken, Fertigkeiten. Ja, ist ja schon gut, Schießkunst. Erfordert Level 60, konnte ich nicht. Erfordert Level 60, erfordert Level 60. Erfordert Level 30, habe ich. Pfeile bringen Gegner die aus den größten zu stoßen sie zurück. Okay. Kannst mit schussbereitem Bogen schneller laufen. Kannst ihn schneller spannen. Das ist auch was Geiles. Ah. Ja, okay. Hätte ich nichts machen können. Wäre auch zu schön gewesen. Schleichen. Taschendiebstahl. Redekunst habe ich fast gar nichts. Beschwörung. Zerstörung.
Schmiedekunst. Ich brauche Schmiedekunst. Du kannst magische Waffen verbessern. Ich möchte hier, genau. Schuppenrüstung, Stahlplattenrüstung und Vulkan natürlich doppelt so effektiv machen. Also, warte mal, wir haben doch eine Karte. Da ist hier... Oder? Nein. Lager der stillen Monde, Lager... Das müsste die Mine sein. Können wir doch noch mal ein bisschen was abfarmen gehen. Und dann mal gucken, was wir auf dem nächsten Trip so machen. Hoffentlich zumindest. Also das Laden dauert mir echt zu lange. Das kann nicht sein. Oder eher gesagt, das soll nicht sein. So, sind die böse zu mir? Ihr hättet nie herkommen ja, sollen. Die sind böse zu mir. Stopp! Hallo! Damit ihr mir... Stopp! Wieso habe ich überhaupt nichts an? Ich habe jetzt den Blutschild nicht... Ja, habe ich jetzt alles nicht gemacht. Egal. Schwert der Klinge. Sache nehmen kann. Ah! Bastard! Ah! Genug! Oh. Hallo. Ihr werdet Himmelsrand nicht lebend verlassen. Geht auf, solange ihr noch könnt. Seid verdammt. Euer Kopf gehört mir. Wieso? Sieg oder Sovngarde. Kann ich nicht schnell laufen? Ich trage zu viel. Kann das vielleicht sein? Objekte? Ja, ich trage zu viel. Wieso trage ich jetzt plötzlich wieder viel mehr? Ich weiß es nicht. Wieso trage ich jetzt wieder mehr? Wird dann also Zeit für meinen Bogen. So macht man das, ja? Gebt einfach auf. So macht man das Ganze gut, gut. Ja, nee, das lohnt sich nicht. Ich muss wieder zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss meine Sachen verkaufen und zwar schnellstens. Sonst habe ich Probleme damit. Dann bin ich zu langsam. Und das wäre nicht nett. Gar nicht nett. Ich bin jetzt übrigens, ich habe jetzt die Grafikkarte schon seit 2 Tagen. Also die neue und ich bin sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Also ich habe hier nebenbei auch mal die, die Werte offen und die läuft so bei dem, was ich jetzt habe. Ich habe hier auch einen FPS-Limiter drinne. Leider, damit das Ganze besser läuft. Der Drache ist wieder hier unterwegs. Und ich muss sagen, die läuft sehr, sehr gut. Also die läuft gerade so bei 82% mit den ganzen Mods. Ist ganz gut.
Und erreicht dabei nur 44 Grad. Also, da kann man gar nicht meckern. So. Frau, wo warst du? Da. Ich kann auch dich... Wir haben kleine und... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich will verkaufen. Und zwar so ein bisschen was. Nichts hiervon. Nichts davon. Hiervon aber. Mondsteinerz. Alle verkaufen. So, wieso bin ich dann immer noch so schwer? Die haben noch total wenig Gewicht. Und das geht auch noch mit dem Gewicht. Ich glaube, ich habe zu viel von dem anderen Zeugs dabei. Denn das, ja genau, das ist total wenig eigentlich. Mal gucken, was du dabei, was du uns geben kannst. Stahlbarren, veredelter Mondstein, zwergische Barren. Elfenschild. Das Elfenschild, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Magieschaden. Untote. Brand. Dolch des Frosts kenne ich schon. Gut. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ich bin auch immer zu langsam. Ach nein, ich habe Caps Lock an. Nein. Bickte 218 von 300. Wartet mal. Ja, ich hatte Caps Lock an. Juhu, ich bin umsonst hier hingelaufen. Genial. Ah, Inkompetenz incoming. Sag ich nur dazu. Total scheiße. Oh mein Gott. Naja. Es muss ja auch immer eine Fail-Folge dabei sein, oder nicht? Glaube ich zumindest, aber es war natürlich ziemlich doof. Obwohl, ich muss sagen, ich bin ja wieder mal eine ganz schöne Stufe gestiegen. Also ich habe schon ein ganz schön Level. So. Karte. Zack. Ja. Ach. Also ich muss sagen, Sollte kannst du sie legendär werden lassen, hältst du verbleibenden legendär ermöglichen. Aha. In Krankheiten, Giftresistenz, Fähigkeit der Tiere für Zeit zu überwinden, zu machen. Ja, ich habe auch am Anfang mit dem Gedanken gespielt, Waldelf oder Ähnliches zu werden. Hier Blut, Frost, Dingsbums, Resistenzzeug. Drilled Legs.
Warte mal, kann es vielleicht sein, dass ich auf Magie negative Werte habe? Nein. Okay. Scheinbar habe ich hier keine Probleme mit irgendwas. Gehen wir einfach mal in die Mine wieder. Hier war ich zwar schon mal drin, aber egal. Kann man immer wieder Tolles erfahren und mitnehmen. Ich würde aber sagen, dann nehmen wir in unsere eine Hand diese Transformation. Umwandeln. Genau. Und genau, in die andere Hand das Schwert. Denn ich meine, die Gegner müssten hier inzwischen so einfach sein. Hoffe ich einfach mal. Was? Ich kann hier gar nichts. Doch. Kann ich wohl. Ich kann doch was abbauen. Ich dachte schon, ich könnte nichts abbauen. Das wäre natürlich ziemlich doof gewesen. Na? Bin ich da? Gut. Kann ich hier was abbauen? Hier kann ich was abbauen. Schön. Und nebenbei füllt sich meine Magikerleiste auch auf. Das kann doch nur super sein. Wir arbeiten effizient nebeneinander her. Hier kann ich nichts abbauen. Hier kann ich was abbauen. Schön. Eine Grund der Rums. Eine Korundum-Erzader. Ich bin so schlecht im Vorlesen. Egal. So, ich würde sagen, wir machen mit diesem Abbauen in der nächsten Folge fertig. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, haut rein.